Ja, heute zu Gast beim Consilium Investment Barbecue in Dortmund, Philipp Vornrang, Partner von Flossbach von Storch. Freut mich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Seit vielen Jahren planen wir es und heute haben wir es in der Tat dann wirklich mal wahr machen können. Ja, und die Sonne kommt vielleicht auch noch, wenn wir Glück haben. Ja, ich glaube, Sie haben sie mitgebracht, oder? Wo kommen Sie jetzt her? Aus Scharbeutz. Wir haben heute Nacht allerdings Regen gehabt. Das erste Mal seit 4 Wochen. Ja, wir bleiben im Trockenen hoffentlich heute. Ja. Schön, dass Sie da sind, Herr Vornrang. Sie sind Kapitalmarktexperte. Ja. Wie ist die Situation aktuell? Die Märkte sind hoch, die Zinsen sind hoch. Die Zinsen werden wahrscheinlich sinken. Wie ist Ihre Einschätzung aus dem Hause Flossbach? Wissen Sie, ich mache das beruflich seit 42 Jahren. Es gibt eigentlich einen Indikator, der relevant ist für die langfristige Geldanlage. Und die meisten Ihrer Kunden legen ja nicht für 6 Wochen ihr Geld an, sondern um gewisse Ziele, Altersvorsorge, Immobilie, Vermögensmehrung zu generieren. Da muss man eigentlich immer nur fragen, wie ist die Gewinnrendite der guten Unternehmen relativ zur Anleihenrendite und was macht die Inflation? Die Anleihenrendite 2,5% bei der 10-jährigen Bundesanleihe eigentlich für die Geldanlage nicht zu gebrauchen. Die Inflation perspektivisch um die 3. Das bedeutet, ich muss Vorsteuern, wir haben ja Abgeltungssteuer hier in Deutschland, mindestens 4% erwirtschaften, um mein Vermögen real zu erhalten. Das bedeutet, ich muss sehr viel meines Vermögens in reale Werte investieren, gute Unternehmen und gute Immobilien. Das ist einfach die Kunst in Deutschland, den Bürgern Mut zuzusprechen, dass sie das machen. Sachwertcharakter. Raus aus dem Sparbuch, obwohl der Zins ja zurück ist. Aber der Sachwertcharakter ist, glaube ich, das Entscheidende. Sie haben es angesprochen, sind ein Freund der Aktie. 4% sollte man als Mindestziel haben. Der Auffassung bin ich auch ganz klar, um einfach einen Mehrwert in der Kapitalanlage zu haben. Sie haben gerade das Thema Deutschland angesprochen. Aber die Musik spielt ja nicht in Deutschland. Können Sie vielleicht noch mal 2, 3 Sätze auch zum Bereich Asien, besonders zu China sagen? Inwiefern ist dieses Thema Globalisierung für Sie interessant? Seitdem wir bei Flossbach von Storch angetreten sind, Vermögen für Menschen zu verwalten, haben wir immer gesagt, ihr müsst global denken und investieren. Die meisten Deutschen haben einen Großteil ihres Vermögens in Deutschland positioniert, weil sie der Meinung sind, A, sie verstehen es hier besser und B, über die vergangenen 60 Jahre gewohnt gewesen sind, dass Deutschland immer in der Lage war, eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft aufzustellen. Beides ist falsch. Sie verstehen Ihre Unternehmen hier in Deutschland genauso schlecht wie den Rest der Welt. Und Deutschland ist natürlich abgehängt, was die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene angeht. Deswegen sollten Ihre Kunden, wie die deutschen Investoren im Allgemeinen, aufhören, in Länder und Regionen zu denken. Es geht nur um das einzelne Unternehmen, genauso wie es im Immobilienbestand um das einzelne Immobilienobjekt geht. Es ist grundsätzlich einmal nicht relevant, ob ein erstklassiges Unternehmen in Amerika zu Hause ist, in Deutschland oder in Italien. Es muss erstklassig sein. Schauen Sie, Italien ist sicher keine Volkswirtschaft, die bekannt ist für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Trotz alledem gibt es dort ein Unternehmen wie Ferrari. Und die meisten Autonarren würden sich die Finger lecken nach einem solchen Auto. Bloß weil das ein schlechter Standort ist, bedeutet das nicht, dass es nicht geniale Unternehmerinnen oder Unternehmer gibt, die mit ihrer Geschäftsmodell trotz eines schlechten Standorts einen Welterfolg hinbekommen. Und ein Top-Standort garantiert im Umkehrschluss auch nicht, dass alle Unternehmen, die dort zu Hause sind, erfolgreich sind. Deswegen tue ich mir genauso schwer, Ihnen Asien oder andere Regionen schmackhaft zu machen, weil es gibt dort genauso viele oder weniger erstklassige Geschäftsideen. Und China? Sie wissen, ich spreche leidlich Chinesisch. Sie wissen, dass ich das Land und die Kultur liebe. Aber seit 2013 ist China zu einer Diktatur russischem Sinne verkommen. Es ist nicht mehr der Geschäftspartner
auch für unsere Unternehmen, die der China war, seit Deng Xiaoping bis 2013. Damals war man pragmatisch unterwegs, damals wollte man gemeinsam mit dem Rest der Welt Wohlstand und Lebensqualität fördern. Diese Zeit ist vorbei und es wird dringend Zeit, dass sich die deutschen Unternehmen und die deutsche Politik auf diese neue Zeit einstellen. Vielen Dank. Sehr spannende Worte, Herr Vornrang. Ich freue mich immer wieder bei den Austausch mit Ihnen. Also fassen wir mal zusammen. Qualität ist das A und O in der Geldanlage und Diversifikation. Das wissen Sie aus unserem langjährigen Austausch. Das ist auch die Philosophie, wie wir es leben. Und schön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und vielen Dank nochmal. Herzliche Grüße. Ich hatte sehr viel Vergnügen mit Ihnen und Ihren Kunden und Kundinnen. Dankeschön.